Am Dienstag, dem 26. Juni, konnte der kleine Max ausschlafen. Genauso erging es seinen Spielkameradinnen und Kameraden. Grund dafür war, dass seine Kita wie 18 andere der Stadt Zwickau bis 10 Uhr wegen Streik geschlossen waren. Dieser Streik hatte seine Ursache. Unsere Forderung gegenüber den Arbeitgebern ist die Forderung nach einem Gesundheitstarifvertrag, wie vielleicht ja mittlerweile schon bekannt ist auch. Wir haben folgende Sachlage eigentlich bei den Erzieherinnen. Auf der einen Seite wissen wir, die Erzieherinnen sind relativ selten kurzkrank, aber sie sind, wenn sie dann krank werden, häufig sehr, sehr lange krank. Und in vielen Fällen, gerade bei älteren Kolleginnen und Kollegen, endet das dann häufig auch mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses beziehungsweise in der Erwerbsunfähigkeit. Und das ist das, was wir mit diesem Tarifvertrag zur Gesundheitsförderung erreichen wollen, dass die Kolleginnen und Kollegen ihren Beruf auch bis zum Ende ihres Arbeitslebens ausüben können. Im Streiklokal an der Bahnhofstraße versammelten sich die Mitarbeiterinnen. Ob die ersten Streiks bereits ihre gewünschte Wirkung erreichen, wird sich in den weiteren Verhandlungen zeigen. Das ist so eine Art Eröffnungsgeschichte, die wir jetzt hier machen. Das bezieht sich ja auch diesmal erstmal noch nicht auf den ganzen Tag. Das haben die Kolleginnen und Kollegen so gewollt. Also haben wir das heute erstmal von 5.30 Uhr bis 10 Uhr gemacht. Wir haben morgen wiederum Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern. Das soll auch ein Stückchen, sage ich mal, die Gesprächsbereitschaft der Arbeitgeber hier befördern. Und je nachdem, wie das dann ausgeht, wird es dann in nächster Zeit Weiterungen geben, sage ich jetzt mal. Welche genau, das werden wir dann nochmal intern auch nochmal überlegen müssen, wie das dann weitergeht. Und da werden wir vorher auch nochmal mit den Kolleginnen nochmal sprechen müssen. Gern hätten wir auch die Meinung von Mitarbeiterinnen aus Kitas gehört, doch diese waren von ihrem Arbeitgeber per Anweisung verpflichtet worden, den Medien keine Interviews zu geben.